Es ist mal wieder Zeit, dass ich euch zeige, was ich im November alles von Disney gekauft habe. Hallo, mein Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum November-Haul. Ja, Weihnachten steht fast vor der Tür. Es ist nicht mehr lang und dann haben wir endlich 2021. Ja, wer wünscht sich nicht, dass dieses wunderbare Jahr endlich vorbei ist? Aber wir haben noch zwei Hauls vor uns. Und ja, machen wir erstmal den November-Haul. Dezember hat ja noch ein bisschen Zeit. Aber ihr seht, ich habe die wunderschönen Minnie Mouse Main Attraction November Ohren an. Dieses Mal war es auch wirklich leicht, an die Ohren zu kommen. Die waren ja ewig noch online. Ich weiß gar nicht, ob sie immer noch online sind. Ich weiß nicht, ob jetzt Shop Disney nachproduziert hat oder keiner mehr Interesse an den Sachen hat. Man weiß es nicht. Aber es ist ja noch ein Monat vor uns. Und ich habe schon gesehen, ab 14. Dezember gibt es Parkohren auf shopdisney.de. Also Disney auf Shop Disney Deutschland gibt es immer wieder Parkohren. Ich bin sehr gespannt, was für Ohren wir da zu sehen bekommen oder was wir für welche Ohren wir kaufen können. Aber erstmal die eine Collection abschließen. Die Ohren waren wieder 36 Euro wie immer. Ja, man muss es mögen mit diesen Federn hier und diesem Elefanten, der für mich so ein bisschen aussieht wie eine Kobra oder eine Schlange, der Rüssel. Naja, egal. ich muss auch sagen, die Creator, also diejenigen, die die Ohren designt haben, so gegen Ende der Kollektion hatten sie auch, glaube ich, keinen Bock mehr, keine Ideen, man weiß es nicht. Ja, dann geht's weiter mit einem Spirit-Jersey von Shop Disney. Mein zweiter Weihnachts-Spirit-Jersey, weil das ist ja der erste, den ich habe. Den habe ich von letztem Jahr ja schon aus dem Disneyland. Und das ist der zweite, den ich dieses Jahr ergattert habe. Der war auch sehr schwer zu ergattern. Ich habe ihn leider nur in M bekommen. Oder eher gesagt, meine Freundin. Ich habe ihn nämlich gar nicht bekommen. Ich habe ihn nämlich gar nicht gesehen. Und ich engagiere ja immer meine Freundin für so Sachen, wo ich weiß, es könnte schwierig werden. Und die hat, wie gesagt, den Spirit Jersey ergattert für mich. Auch sehr schön hier mit den Mickey unten und den Schneeflocken. Und hinten steht Merry and Bright. Genau, die Spirit Jerseys sind wie immer 60 Euro und ja, bin sehr happy. Mein zweiter Weihnachts-Spirit Jersey. Ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr mal im Disneyland anziehen kann. Ja, dann machen wir weiter mit Shop Disney. Und zwar auch eine Herzensangelegenheit. Ihr wisst ja bereits durch meine Vlogs, dass ich Teil der Weihnachtskampagne bei Make-A-Wish bin. Und da gibt es ja jetzt den tollen Make-A-Wish-Mickey von der Weihnachtskampagne aus dem Video zu kaufen. Und 20% des Einkaufswertes werden direkt an Make-A-Wish gespendet. Also ihr könnt wirklich was Gutes tun, wenn ihr euch hier diesen Mickey kauft. Der Preis ist 36 oder 38, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Aber guck mal, für die Größe ist es wirklich ein toller Preis. Den habe ich jetzt von Make-A-Wish zugeschickt bekommen. Da steht auch noch Charity Star drauf, dass ich ein Wunscherfüller bin. Aber ich habe auch noch einen weiteren gekauft, damit ich auch diese 20% spenden kann. Und den hat schon meine Freundin, also der kleine Sohn meiner Freundin. Und er freut sich so. Ich habe ihr letztens ein Bild von ihr bekommen, wo er nachts mit der Mickey schläft. Der Kopf ist größer hier von der Mickey als der Kopf von dem Kleinen. Das war so süß. Und ja, er liebt ihn abgöttisch. Er ist wirklich sehr kuschelig. Hat hier den Stern von der Weihnachtskampagne und es steht Disney Store drauf. Also wirklich ein ganz toller Mickey. Ich packe euch unten den Link in die Infobox, wenn ihr euch den nachkaufen wollt. Es ist wirklich ein tolles Weihnachtsgeschenk für Kinder, finde ich. Und ihr tut damit auch noch was Gutes. Bleiben wir bei Make-A-Wish. Da gab es noch den Schlüssel. Den Weihnachtskampagnen-Schlüssel mit den Sternen. Genau. Auch ich blende euch hier ein Bild einmal, das sieht man jetzt kaum, aber es ist wirklich ein wunderschöner Schlüssel. Und diesen Monat, also im November, gab es sogar zwei Schlüssel. Ja, Shop Disney hat wieder dezent übertrieben, aber beide Schlüssel finde ich wunderschön. Und den gab es ja gratis dazu, wenn man mal was über 20 Euro bestellt hat. Kommen wir kurz weg von Shop Disney, weil ich habe wieder einiges von Shop Disney. Also Shop Disney hat wieder, wie gesagt, übertrieben in diesem Monat. Aber es gab auch eine Villains- und Prinzessinnen-Kollektion.
Die Villains Make-up-Kollektion, so genau, die Villains-Kollektion gab es von Catrice und die Prinzessin-Kollektion gab es von Essence, glaube ich. Genau, aber ich habe nur Villains gekauft, weil die mich mehr angesprochen haben. Ich habe alle drei Pinsel gekauft. Ein Pinsel hat 6 € gekostet. Und genau, jetzt muss ich mal gucken. Der Evil Queen, Böse Königin Pinsel, ist ein Highlighter-Pinsel. Der Maleficent-Pinsel ist ein Contouring-Pinsel für, ja, Bronzer oder so. Und Ursula, jetzt muss ich, glaube ich, niesen. Oh, Entschuldigung. Ach du Jemine. Ja, das ist, kann auch passieren. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Genau, und der Ursula Brush, der Ursula Pinsel ist ein Make-up Puder-Pinsel. Genau. Die drei habe ich mir gekauft für jeweils 6 €. Und dann habe ich noch den Highlighter von Ursula. Der war 10 € und ich zeige euch den. Ich habe den noch nicht benutzt. Schaut mal, wie cool der aussieht. Seht ihr das? Ist fast schon zu schade, um ihn zu benutzen. Und dann habe ich noch die Ursula Lidschattenpalette. Die hat 13 € gekostet. Habe ich auch noch nicht benutzt, zeige ich euch gerne. Das sind die Farben. Bin sehr gespannt, wie sie dann am Auge wirken. Genau, also das sind die Paletten, die oder die Highlighter, die mich angesprochen haben von der Prinzessinnenkollektion. Gab so, ach, eine Lidschattentabelle, ich glaube, es war Aurora. Aber ich habe mir gedacht, ich benutze im Alltag eigentlich sehr selten Lidschatten und dann, ich habe ja noch Lidschatten und deswegen habe ich da nicht zugeschlagen. Kommen wir zu meinem Lieblings-Baby-Yoda. Ich wollte jetzt schon, also ich weiß nicht, ob ihr die neue Staffel schon guckt und den Namen von Baby, also den richtigen Namen von Baby Yoda schon gehört habt. Ich möchte jetzt nichts spoilern, weil ich weiß, dass einige noch nicht gesehen haben. Aber ich muss sagen, für diejenigen, die ihn schon gesehen haben, der Name sagt mir jetzt nicht so zu. Also irgendwie passt er nicht so zu diesem kleinen, süßen Menschen. Aber ihr könnt ja gerne kommentieren unten, was ihr zum Namen von also den richtigen Namen von Baby Yoda sagt. Und diese Federn da oben. Gott, ich sehe die ja immer hier so im Augenwinkel flattern. Naja, auf jeden Fall habe ich Baby-Yoda-Ohren. Die gab es ja auch bei Shop Disney. Da habe ich es aber wieder zurückgeschickt, weil ich es nicht eingesehen habe, 30 € für die Ohren zu bezahlen, wenn sie im Disneyland 17 € kosten. Ich habe mir sie dann, es war noch jemand beim letzten Tag, als es offen hatte im Disneyland, von einer Freundin, die Freundin. Und die hat mir netterweise die Ohren aus dem Disneyland mitgebracht. Wie gesagt, haben nur 17 € gekostet, jetzt noch plus Versand. Aber also ich finde es also dann eine Frechheit, die Ohren für 30 € bei Shop Disney anzubieten, wenn sie im Disneyland so günstig sind. Ja, und jetzt liegen sie eh da, weil Disneyland zu hat, ne? Also einmal Baby-Yoda-Ohren. Ich weiß, sie sind ein bisschen, also ist Geschmackssache, die Ohren. Aber irgendwie finde ich sie sehr süß. Ja. Und ein zweites Baby-Yoda-Ding. Eine Bauchtasche-Gürteltasche. Ihr wisst ja schon, ich bin ja ein Fan von diesen Gürteltaschen. Und ja, einmal die Version von Baby Yoda, die hat 39 € gekostet. Und ich muss sagen, es gefällt mir auch. Dieses Leder ist sehr, sehr weich. Und ja, der Kopf ist größer als die Tasche, aber sehr süß. Kommen wir zu etwas Weihnachtlichem. Es ist ja Weihnachten, steht vor der Tür. Und im November gab es halt sehr, sehr viele Weihnachtssachen, natürlich. Bei C&A hat die Brina mir einmal diese Socken mitgebracht. Das sind drei Paar. Einmal hier die, wie ihr vorne seht, dann einmal noch die hinten. Und in der Mitte sind einfach ganz normale, nicht Disney-Socken. Die drei Paar haben 8 € gekostet. Sehr, sehr cute. Dann habe ich mir diesen, oder hat Brina mir diesen Pullover mitgebracht. Das ist eher so ein, also langer Pullover-Kleid, wie man es nimmt. Auch sehr süß. Ich habe ja so einen von letztem Jahr in Grau mit Minnie und Daisy. Da gab es dieses Jahr auch einen ähnlichen, aber da dachte ich, okay, ich habe einen von letztem Jahr, brauche ich nicht. Und der hat 25 € gekostet. Ich habe jetzt hier Größe M, die fallen schon groß aus, aber ich mag es auch im Winter, wenn es etwas länger ist. Ihr seht ja auch übrigens immer die Try-Ons, wie das dann getragen aussieht. Und dann noch den hier, den habe ich mir selbst gekauft. Der hat auch nur 20 € gekostet. Ist auch ein bisschen länger. Welche Größe ist denn das hier? L. Okay.
Ja, den habe ich mir in L geholt. Wie gesagt, lockerer im Winter. Ich trage ja auch oft im Disneyland was drunter. Und ist auch ein sehr, sehr süßer Pullover. Kommen wir wieder zu Shop Disney. Die Castle Collection, die Nummer 4, gab es auch im November. Und zwar die von Schneewittchen. Und da ist mein Pin. 25 Euro, wie immer. Und im Dezember kommt auch schon die nächste Collection, Rapunzel. Und das Schloss gefällt mir auch sehr gut. Ja, also einmal Schneewittchen. So sieht das innen aus. Und jetzt kann ich es endlich mal. Jetzt wird es so dunkel. Jetzt kann ich es auch endlich mal in den Rahmen tun. Genau. Der Castle Collection Pin. Und ich weiß, viele von euch haben diese Tasse auch, weil die gab es. Also, das ist die Weihnachtstasse von Shop Disney. Das ist auch meine erste Weihnachtstasse. Hat ein Gold dran. Das heißt, leider nicht spülmaschinenfest. Kaufe ich ja eigentlich nicht so Tassen, ne? Aber. Die ist schon süß, weil hier steht Meet Me Under the Mistletoe und Minnie küsst Mickey. Und der Preis war 15 Euro für die Tasse. Aber ich glaube, ich habe die mit 20% gekauft. Da gab es ja im November auch genug Aktionen für Merchandise bei Shop Disney. Und alle Sachen, die es noch online gibt, verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Also, ich habe noch einige Sachen von Primark und einiges von Fantasia, weil Fantasia hat ja 80. Jubiläum gefeiert. Und da gab es überall irgendwas von irgendwelchen Shops. Und da habe ich auch zugeschlagen. Die zeige ich euch am Ende. Und bevor ihr mir zum Primark kommt, zeige ich euch. Oh, ich bin so froh, ihn ergattert zu haben. Ein Tortenhalter von Mickey. Ich werde ihn aber nicht als Tortenhalter benutzen, weil ich keine Torten kaufe, backe. Ich werde ihn als Deko benutzen und zwar werde ich hier oben dann so einen Teelichthalter jetzt zum Weihnachten noch hinstellen, ein paar Bäumchen, ein paar Goldkugeln. Genau, das ist der Plan für Mickey. Und der passt perfekt in mein Wohnzimmer, weil er Gold ist und ich zurzeit sehr goldhaltig bin im Wohnzimmer. Und der wird auch nach Weihnachten noch umdekoriert werden. Also ich freue mich sehr, ihn ergattert zu haben, weil er war ja sehr schnell ausverkauft und der Preis war 45 Euro, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da auch einen Rabattcode hatte. Ich glaube schon. Ja, ihr seht die Mickeys hier am Rand. Also wirklich ein. Der ist auch richtig schwer, deswegen muss ich ihn gut halten. Genau, also ein richtig schöner Tortenhalter oder Dekoteller, wie man ihn benutzen möchte. Da kommen wir zu den Primark-Sachen. Da war Brina unterwegs, da war Jessie unterwegs und ich auch. Also alles wild zusammengewürfelt. Ich habe auch einiges, so Girlanden habe ich schon dekoriert und die wollte ich jetzt nicht mehr von der Deko runternehmen. Ich habe einmal eine rosa silberne Girlande mit Mickey-Köpfen und eine silberrote schwarze Girlande mit Mickey-Köpfen. Die haben jeweils 10 Euro gekostet. Ich kann euch gerne auch hier ein Bild einblenden, wie es bei mir dekoriert ist, damit ihr das sehen könnt. Genau, die zwei wären auf jeden Fall auch dabei. Und dann habe ich einmal hier so Kärtchen, Weihnachtskärtchen für 1,30 €. Kann man dann an die Geschenke dran machen, für wen es ist. Frohe Weihnachten draufschreiben. Also finde ich echt super cute. Dann habe ich einmal hier diese für Geschenke einpacken Accessoires für 3,50 €. Da ist eine Schleife dabei, da sind auch noch so Kärtchen dabei. Oh, die ist so schön, die will ich gar nicht hergeben. Da ist so Mickey mit seinem Auto drauf. Also wirklich ein tolles für Geschenke einpacken Set. Dann einmal ein zwei Mikrofaser Cleaning Handschuhe. Also das sind so Handschuhe, einmal mit Mickey und einmal mit Minnie. Die haben 4 € gekostet und sehen auch echt super, super süß aus. Und ich freue mich schon, die benutzen zu dürfen, weil die waren auch sehr, sehr begehrt, hat Brina mir erzählt. Genau, die ist ja immer unterwegs in den ganzen Läden und ja, die hat sie auch mitgebracht. Dann gab es noch ein Mickey Maus Kopfhandtuch, also wenn man sich die Haare wäscht, so ein Turban. Habe ich auch noch nicht benutzt, bin auch sehr gespannt. Der hat 4,50 € gekostet im Weihnachtslook, aber ich werde ihn auch jetzt nach Weihnachten benutzen, weil ich hatte ewig keinen Turban mehr. Ich hatte früher mal einen, aber dann irgendwie verschollen und jetzt benutze ich immer nur Handtücher, aber so ein Turban finde ich schon praktischer, weil er nicht vom Kopf fällt. Ja. Dann einmal richtig dicke, dicke, dicke Socken. Die haben 6 € gekostet. Das sind so Hausschuhe, Socken, Stiefel, wie man es nimmt. Haben auch so Noppen, dass man nicht ausrutscht, für sehr, sehr kalte Tage. Aber trotzdem mit Mini sehr
Süß. Ja, dann geht's weiter mit einem Baby-Yoda-Pullover. Ich weiß jetzt nicht mehr, was er gekostet hat. Ich glaube 18 oder 10. Also ich weiß, es ist eine große Range, aber ich habe ihn letztens schon angehabt und kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, was er gekostet hat. Aber da gab es den süßen Baby-Yoda-Weihnachtspullover mit Cutest Christmas ever. Ja, also der ist wirklich süß. Passend auch zu den Baby-Yoda-Ohren. Dann ein Ornament. Genau, mit so eine Disco-Kugel für 3 Euro. Und dann eine Mickey-Girlande, die habe ich noch nicht ausgepackt. Die werde ich auch wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr auspacken, weil ich habe fertig dekoriert und da kommt sie einfach in die Box für nächstes Jahr. Die hat 7 Euro gekostet. Eine Mini-Backform war auch noch dabei für 6 Euro. Da wollte ich demnächst mal einen Schokokuchen oder so backen. Ja, sieht sehr, sehr süß aus, bestimmt. Ich bin jetzt nicht so die Backfee, aber so einen Schokokuchen sollte ich hinkriegen in der Backform. Und dann noch ein Weihnachtsbaum-Topper für 9 Euro. Den werde ich auch nächstes Jahr erst an den Baum machen, weil mein Baum steht ja schon. Habe ich euch ja in meinem Deko-Video gezeigt, in meinem Vlog. Verlinke ich euch auch gerne bei dem i oben. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, wie mein Weihnachtsbaum ausschaut. Und genau, der bleibt auch einfach fürs nächste Jahr verpackt. Dann gab es ja noch, bevor wir zu den Phantasia-Sachen kommen, bei Tupperware 2 neue Dosen von Disney, und zwar Minnie und Mickey. Da hat mir meine Freundin auch über einen Kontakt die Dosen besorgt. Haben 20 Euro gekostet, beide zusammen. Sind relativ groß. Und ja, sind jetzt auch nicht so mega viel. Also, ja, man sieht, dass es Minnie ist, aber wenn man das jetzt nicht so spiegelt im Licht, ja. Es ist jetzt nicht so Disney in your face, also finde ich ganz hübsch die Dosen und ja, geht jetzt nicht richtig zu. Also Mickey und Minnie von Tupperware. Ja, und kommen wir zur Phantasia-Kollektion. Da gab es, also ich habe was bei Truffle Shuffle bestellt, das ist in England. Dann habe ich was bei Shop Disney bestellt, da gab es eine Riesenkollektion. Und was bei Spectrum Collection. Spectrum macht ja Make-up-Pinsel. Und da gab es auch eine limitierte Edition. Und ich habe sofort zugeschlagen. Erstmal muss ich mal den Versand loben. Also wir haben eine Sammelbestellung gemacht bei Spektrum. Und ich hatte, glaube ich, am Montag früh um 7 bestellt. Und das Paket war am Dienstag früh aus England per DHL Express schon da. Und wir haben nur 5 Euro für den Versand bezahlt. Also das war Top-Service. Genau, einmal hier diesen, also es ist ein Make-up-Pinsel. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn als Make-up-Pinsel benutzen werde, weil der so schön ist. Aber das ist der Pinsel, der Magic Broom Brush von dem Film Phantasia. Und er ist einfach, er ist wunderschön. Und auch allein die Verpackung, die zeige ich euch jetzt auch. Es ist wunderschön. Also. Haben sie sich wirklich selbst übertroffen und die sind auch sehr schnell ausverkauft gewesen. Die ganzen Pinsel, glaube ich, die es da gab. Es gab noch so große Sets, aber ja, ich habe mir nur den gekauft. Aber noch was anderes von Spectrum. Keinen Pinsel, sondern die limitierte Make-up-Tasche. Ja, das ist eine Make-up-Tasche. Das ist der Mickey Sorcerer Wand. Also wie gesagt, limitiert auf 500 Stück. Und zwar, das war jetzt mein Stuhl. Das war jetzt nicht, was ihr sonst dachtet. Ich bin gegen meinen Stuhl gekommen. Hört ihr? Ja, ich möchte nichts vertuschen. Also 500 Stück gab es von diesem Hut. Ich habe Nummer 216. Steht hier dran. Und es ist eigentlich eine Make-up-Tasche, wie ich euch eben schon gesagt habe. Ihr seht, mit Reißverschluss und Knopf. Aber man kann ihn auch anziehen. Das zeige ich euch jetzt mal. Man kann ihn anziehen. Und dann sieht es so aus. Also zwei in eins sozusagen. Also ich finde ihn echt super schön. Auch die Farbe des Blau ist einfach der Wahnsinn. Jetzt muss ich meine Frisur hier wieder ein bisschen richten. Also ich finde dieses Blau wirklich schön. Und auch diese Make-up-Tasche. Also es gibt noch hier so eine Tasche. Das war da drin. Als Schutz ist auch wirklich sehr, sehr schön. Ja, und der war nicht so ganz günstig. Ach so, der Pinsel, was hat denn der Pinsel gekostet? Ich glaube 20 Euro oder 25 Euro, ich bin mir jetzt unsicher. Und die Make-up-Tasche war, glaube ich, um die 45 Euro. Es war ja alles in Pfund.
Aber so um den Dreh. Also es war nicht günstig, aber genau. Dann habe ich ja gesagt, eben habe ich bei Truffle Shuffle bestellt in England. Die haben auch super schönen Disney-Merch, verschicken auch nach Deutschland. Ist nicht ganz günstig der Versand. Ich habe jetzt, glaube ich, 10 oder 13 Pfund bezahlt. Bin mir jetzt unsicher, aber ich habe mir dieses Kleid da gekauft. Das hat 40, 45 Pfund gekostet mit langen Ärmeln als Rollkragen und überall im Key Sorcerer verteilt. Ist ein bisschen zerknittert, aber ein sehr, sehr schönes Kleid, passend zu dem Hut. Ich habe auch ja Mickey Sorcerer Ohren. Zu der ganzen Kollektion ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Kleid und ich bin sehr froh, es ergattert zu haben. Wenn es das Kleid noch gibt, findet ihr unten den Link in der Infobox. Könnt ihr euch in England einfach nachbestellen. Ansonsten kommen wir jetzt zur Fantasia-Kollektion von Shop Disney. Da habe ich nämlich auch einiges gekauft. Und da gab es ja auch den zweiten Schlüssel, den ich eben schon erwähnt hatte. Einmal habe ich mir dieses Ornament da bestellt für 17 Euro. Und da steht Fantasia unten drauf. Man sieht es jetzt sehr schlecht mit dem Licht. Ich mache am besten ein Bild. Und da steht Mickey drin als Mickey Sorcerer. Und hier unten steht die 80. Hier oben steht die 80 drauf. Der kommt noch an meinen Baum dieses Jahr. Hab mal auf den Hall gewartet. Dann gab es ja den Schlüssel. Und ich muss sagen, das ist auch einer der hübschesten Schlüssel. Also neben Ink und Paint ist das wirklich einer meiner Favoriten. Ein traumhaft schöner Schlüssel. Ja, also ich zeige euch jetzt auch noch, blende euch noch mal ein Bild ein, aber der ist wirklich wunderschön. Also auch die ganze Fantasia-Kollektion hat mich super angesprochen wegen dem Blau und ein Traum. Dann habe ich mir das Kissen hier mitbestellt für meine Couch, weil meine neue Couch ist ja im Blau gehalten. Das Kissen war 24 Euro. Das ist die Vorderseite mit Mickey. Und hier wieder ein halbes Fax drin. Also Shop Disney und ihre Zettel. Das kriege ich die Krise immer. Ja, und hinten steht, It's kind of fun to do the impossible. Walt Disney. Ja, und dass ihr seht, wie schön das samtig ist und wie schön das leuchtet. Ja, ein sehr, sehr schönes Kissen. Ich habe fast alles von der Fantasia-Kollektion gekauft. Nicht alles, aber fast alles. Dann natürlich die Handtasche für 45 Euro. Und ja, ihr seht auch dieser Samtstoff. Hier ist so eine lange goldene Kette. Wenn man es aufmacht, steht das auch nochmal mit demselben Zitat von Walt Disney. Und hier drin habt ihr die ganzen Fantasia-Figuren. Also die Tasche ist echt ein Träumchen. Passt perfekt zum Kleid. Also ich sehe mich schon im Disneyland in 5 Jahren, wenn es wieder offen hat. Nein, das war ein Scherz. Nächstes Jahr im Disneyland in dem Outfit, das wird der Wahnsinn. Ja, dann habe ich mir noch den kleinen Schlüsselpin gekauft. Da gab es den ja auch von Pluto schon. Jetzt ist hier leider kein Preis mehr dran. Das weiß ich jetzt nicht, was es gekostet hat mehr. Ja, also es ist sehr klein, aber ich finde die Pins mit dem als Schlüssel schon sehr, sehr süß. Genau, also sieht genauso aus wie der Schlüssel, den ich euch eben gezeigt habe, nur als Pin. Dann gab es Mickey als Sorcerer. Den habe ich mir schon vorher bestellt gehabt. Den gab es vorher schon an einem Tag und hatte ich ihn sofort bestellt. Und da war er wieder lang ausverkauft, aber dann gab es ihn wieder, als die Kollektion rauskam. Und der leuchtet sogar, das sieht man jetzt leider nicht, aber der Hut leuchtet, wenn man hier auf seine Hand drückt. Deswegen hat er auch hinten hier so eine Batteriefach drin. Und ich weiß nicht, ich glaube, der hat um die 30 gekostet. Das Preisschild ist leider schon ab, weil ich den schon für Fotos benutzt habe. Und schaut mal. Da steht Mickey Fantasia 80. Jubiläum. Also bin auch sehr stolz, ihn bekommen zu haben. Ein wirklich toller Mickey. Und last but not least, der Hoodie. Ich muss sagen, ich hätte mir auch ein Spirit Jersey gewünscht. Also das stelle ich mir auch super schön vor. Obwohl wir hatten jetzt erst ein Blau mit dem Make-A-Wish Spirit Jersey. Aber ein Hoodie von Fantasia. Und ich liebe die Details auf der Jacke. Also hier einmal unten am Ärmel habt ihr diesen Besen wieder, dann habt ihr hier Mickey und steht Fantasia. An der Kapuze steht nochmal das Zitat von Walt Disney und hinten habt ihr auch nochmal groß Fantasia stehen. Also ich bin nicht so der Hoodie-Fan, also aber den werde ich definitiv tragen. Der Hoodie war 46 Euro und was für Größe habe ich denn hier bestellt? M.
Genau, also die fallen schon groß aus. Also M hat mir locker gereicht, aber oh, der ist so schön. Also wirklich, passt jetzt nicht zum Kleid, aber ich muss sagen, auch so jetzt zum Sportlichen, zu der Jeans oder so, auch im Alltag werde ich ihn auf jeden Fall tragen. Also mein Highlight war wirklich die Fantasia-Kollektion diesen Monat. Natürlich, ich liebe alle Sachen, die ich gekauft habe, aber ein Highlight war wirklich die Fantasia-Kollektion. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, und das war schon mein November-Haul. Ja, schon. Ja, wir sehen uns dann im Dezember wieder zum letzten Haul und wahrscheinlich auch zum letzten Mal in dieser Location, weil ich werde ja ausziehen im Januar. Und da ich meinen Januar-Haul dann wahrscheinlich erst im Ende Januar, Anfang Februar drehen werde, wird es diese Location dann nicht mehr so geben. Ja, ihr habt es vielleicht in den Vlogs mitbekommen, ich muss ausziehen, weil mein Freund ist ja im August in die Schweiz gezogen. Und wir wohnen ja hier auf 150 Quadratmeter und alleine kann ich mir das nicht leisten. Deswegen musste ich mir eine kleinere Wohnung suchen. Habe auch jetzt eine gefunden. Wie gesagt, es ist geplant für Januar auszuziehen. Ich finde es sehr schade. Also ich liebe dieses Zimmer. Und ja, also ich werde das hier, diesen Aufbau vermissen. Wo ich dann im Januar drehen werde, wie es dann aussieht, wahrscheinlich werde ich im Januar noch improvisieren müssen irgendwie, mich irgendwo hinsetzen hinter eine Wand und ja, weil ich werde Ende Januar noch nichts eingerichtet haben. Es ist schon schade, aber Januar-Haul wird dann wahrscheinlich ein bisschen improvisierter. Und im Februar-Haul seht ihr dann meinen kompletten, wie ich mich eingerichtet habe wahrscheinlich. Aber falls ihr das alles mitbekommen wollt, wie ich da umziehe und so, schaut meine Monis Magical Vlogs. Da nehme ich euch auf jeden Fall mit. In allem, was ich so mache. Ja, also sehen wir uns dann im Dezember im Haul wieder. Aber ihr seht mich ja auch ständig in den Videos, in den Vlogs oder in dem Spiel Disneyland Adventures spiele ich ja auch zurzeit. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dann, ciao!